Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 13, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Wohnsitzauflagen für Flüchtlinge sind mit Menschenrechten unvereinbar und behindern die Integration. Hessen darf diskriminierende Regelungen nicht einführen. Drucksache 19/4563. Ich rufe dazu auf den Tagesordnungspunkt 61, Dringlicher Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN betreffend Integration von Flüchtlingen gemeinschaftlich gestalten. Drucksache 19/4721. Wir haben vereinbart 5 Minuten Redezeit pro Fraktion. Es beginnt die Linke. Euer Antrag, wollt ihr begründen? 13. Ich habe eine Wortmeldung von der CDU, die hat auch einen Antrag. Aber wir sind mal. Okay, alles klar. Frau Kollegin Faulhaber für die Fraktion BÜNDNIS DIE LINKE, Entschuldigung. So schnell. Andersrum. So, Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im August 2016 ist das sogenannte Integrationsgesetz in Kraft getreten. Eines der zentralen Elemente dieses Gesetzes ist eine Ergänzung im Aufenthaltsgesetz, womit die Freizügigkeit von schutzberechtigten Flüchtlingen massiv eingeschränkt wird. Asylberechtigte, anerkannte Flüchtlinge, subsidiäre Schutzberechtigte und ähnliche Gruppen von anerkannten Schutzsuchenden dürfen ihren Wohnort nicht mehr frei wählen. Aufgrund des neuen § 12a des Aufenthaltsgesetzes sind sie verpflichtet, 3 Jahre lang in dem Bundesland zu wohnen, in dem sie im Rahmen des Asylverfahrens zugewiesen worden sind. Das Gesetz ermächtigt daneben die Landesregierungen, eigene landesrechtliche Regelungen zu erlassen und auf diese Weise weitere Einschränkungen vorzunehmen. Insbesondere kann so die Wohnerlaubnis auf eine bestimmte Gemeinde beschränkt werden. Meine Damen und Herren, wir sind der Ansicht, dass diese Wohnsitzauflagen enorme Eingriffe in die Freiheit der Betroffenen darstellen, und sie sind weder mit der Wohnungsnot in den Ballungsräumen noch mit der Existenz sozialer Brennpunkte in den Städten zu rechtfertigen. Die Wohnsitzauflagen werden die Integration nicht fördern. Sie werden sich als echtes Integrationshemmnis erweisen. Geflüchtete dürfen nicht in strukturschwachen Gebieten festgehalten werden, wo es kaum Arbeitsplätze gibt. Auch damit wird die Integration in den Arbeitsmarkt und in die Gesellschaft erschwert. Ohne Zweifel gibt es Strukturprobleme, die sich aus der Landflucht und der zunehmenden Urbanisierung ergeben. Aber, meine Damen und Herren, bezahlbarer Wohnraum war schon knapp, bevor die Geflüchteten in großer Zahl nach Deutschland kamen. Und die Unterversorgung mit sozialem Wohnraum verschärft sich von Jahr zu Jahr in erster Linie deshalb, weil immer mehr Wohnungen aus der Sozialbindung fallen. Deswegen sagen wir, wer die Probleme in den Ballungsräumen angehen möchte, muss Geld in die Hand nehmen, viel mehr als bisher, und in den sozialen Wohnungsbau und in soziale Städte investieren. Meine Damen und Herren, das Aufenthaltsgesetz ermöglicht der Landesregierung neben der Zuweisung von bestimmten Wohnorten auch Zuzugsverbote für bestimmte Orte auszusprechen. So ein Zuzugsverbot soll insbesondere dann zum Zuge kommen, Zitat, wenn zu erwarten ist, dass der Ausländer Deutsch dort nicht als wesentliche Verkehrssprache nutzen wird. Meine Damen und Herren, die Angst vor der ethnischen Segregation in den Städten, also die sogenannte Ghettobildung, diese Angst also wird durch die sozialwissenschaftliche Forschung nicht gestützt. Tatsächlich haben es Geflüchtete einfacher anzukommen und sich in die deutsche Gesellschaft einzugliedern, wenn sie auf bereits vorhandene Netzwerke treffen. Das zeigen Studien, Gespräche mit Flüchtlingen und nicht zuletzt die historischen Erfahrungen mit Italy Towns und German Towns, beispielsweise im amerikanischen Kontinent. Die Wohnsitzauflagen sind zugleich ein Mittel der Diskriminierung von sozial Schwachen, denn sie treffen ausschließlich Personen, die auf staatliche Sozialleistungen angewiesen sind. Dieser Personenkreis wird es mit eingeschränkter Mobilität nur noch schwerer haben, aus der Armutsfalle zu kommen. Im Vorfeld des Integrationsgesetzes war viel darüber diskutiert worden,
ob diese Wohnsitzauflagen mit höherrangigem Recht vereinbar sind. Und tatsächlich teilen wir die Ansicht zahlreicher Fachverbände, wonach diese diskriminierende Regelung nicht mit dem Europa- und Völkerrecht vereinbar ist. Aber, meine Damen und Herren, es geht eigentlich gar nicht darum, ob man Wohnsitzauflagen einführen darf. Wir wollen nicht, dass man es macht. Wir wollen nicht, dass in Hessen unsichtbare Mauern für Eingewanderte hochgezogen werden. Deshalb fordern wir die Landesregierung auf, den Beispielen von Bundesländern wie Thüringen und Rheinland-Pfalz zu fordern und keine landesrechtlichen Wohnsitzbeschränkungen einzuführen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Die nächste Wortmeldung ist Frau Abg. Wallmann für die CDU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Zustrom von Flüchtlingen hat im Jahr 2015 einen Höchststand erreicht. Und die Situation in unserem Land war sicherlich eine schwierige, hat uns allen und im Übrigen auch allen Ebenen, dem Bund, dem Land, den Kommunen und auch vor allem den Ehrenamtlichen, die engagiert waren, viel abverlangt. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass uns auch noch weiterhin viel gefordert sind. Mit zwei Aktionsplänen für die Integration von Flüchtlingen und zur Bewahrung des gesellschaftlichen Zusammenhalts haben wir entschlossen gehandelt und auch viele Verbesserungen erreicht, auf die wir, glaube ich, auch stolz sein können. Wir haben 25.000 neue junge Schülerinnen und Schüler in unseren Klassen und haben das eben auch mit der entsprechenden Lehrerausstattung, wir sind dem eben auch entsprechend begegnet. Außerdem haben wir den Polizeibereich verstärkt. Und ich glaube, man muss auch aber sagen, Zugangszahlen, wie wir sie eben im Jahr 2015 hatten, kann ein Land auf Dauer nicht verkraften. Und deshalb ist es richtig, und das wurde dann eben auch gemacht, große Anstrengungen unternommen, angefangen von der Stärkung der deutschen und europäischen Außengrenzen, die Bekämpfung der Fluchtursachen in den Heimatländern, die internationalen Abkommen, die wir geschlossen haben, und natürlich auch die Verschärfung im Asyl- und Ausländerrecht, die eben dafür sorgen, dass die Zahlen zurückgehen. Und wir können ja sehen, dass das funktioniert. Ich sehe Herrn Sozialminister Grüttner hier sitzen. Er hat ja erst vor wenigen Wochen die weitere Erstaufnahmeeinrichtungen schließen können. Das ist ja auch ein Beleg dafür, dass die Zahlen eben sehr, sehr zurückgehen und wir diese Räumlichkeiten, diese baulichen oder diese Bauten eben dann eben auch den Kommunen zurückgeben können oder eben auch anderen Zwecken wieder zuführen können. Ich glaube, das ist auch wichtig. Dann ein weiterer entscheidender Faktor für die Integration der Menschen, die eben länger hier bleiben, ist ganz klar, also es ist eine Daueraufgabe, dass wir diese Menschen hier integrieren. Das ist ganz entscheidend. Da ist ein Schlüssel ganz klar die deutsche Sprache und natürlich aber auch unsere Werte, die uns ausmachen. Und in diesem Zusammenhang darf ich ganz klar auf die Rechtsstaatklassen verweisen. Ich glaube, das ist ein ganz großer Erfolg, den wir hier in Hessen vorweisen können. Staatsministerin Kühne-Hörmann hat ja darüber auch berichtet. Es gab ja auch Zeitungsberichte entsprechend darüber. Und ich glaube, das sind Dinge, auf die wir hier in unserem Bundesland auch wirklich stolz sein können. Und dann gibt es eben das Integrationsgesetz aus dem letzten Jahr, das auf Bundesebene durch die CDU auf den Weg gebracht wurde. Und das ist eben ein ganz entscheidender Faktor eben auch. Denn damit wurde zum einen die Arbeitsaufnahme von Flüchtlingen erleichtert, weil wir natürlich in Zeiten von Vollbeschäftigung in weiten Teilen unserer Bevölkerung eben nicht mehr die Restriktionen brauchen, die wir noch in den 90er Jahren notwendig machen mussten. Und wir haben eben auch sichergestellt, das glaube ich ist auch ein wesentlicher Punkt, dass die Erlangung einer Niederlassungserlaubnis eben auch an die Integrationserfolge geknüpft sind. Und schließlich, und jetzt komme ich eben zu dem Punkt, den die Linksfraktion hier jetzt in ihrem Antrag herausgegriffen hat, das ist ja am Schluss ein Bündel von Maßnahmen, die das Integrationsgesetz festgemacht hat. Sie greifen jetzt eben nur einen Punkt heraus, einen Punkt, bei dem es darum geht, Parallelgesellschaften zu verhindern. Ich bin der Meinung, wir sind der Meinung, dass Integration nur gelingen kann, wenn Menschen sich nicht abschotten, sondern natürlich eine Durchmischung auch stattfindet, ein Austausch auch miteinander stattfindet. Und eine sinnvolle Verteilung ist deswegen ein ganz wichtiges Instrument. Und die Wohnsitzauflage ist dafür eben ein solches Instrument, um dieses Ziel auch zu erreichen.
Und im Aufenthaltsgesetz, Frau Faulhaber, Sie haben das eben ja auch schon gesagt, ist vorgeschrieben, ich halte das übrigens auch für völlig richtig, dass ein Flüchtling, ein anerkannter Flüchtling dem Bundesland zugewiesen wird, in dem eben auch das Asylverfahren abläuft. Das macht ja auch Sinn. Damit haben wir eine Verteilungswirkung zwischen den Bundesländern nach dem Königsteiner Schlüssel. Und darüber hinaus schafft das Gesetz eben auch eine Rechtsgrundlage, innerhalb des Landes zu einer Steuerung der Verteilung zu kommen. Und die zuständigen Behörden wurden eben ermächtigt, die betroffenen Ausländer nach Maßgabe bestimmter integrationspolitischer begründeter Voraussetzungen zu verpflichten, ihren Wohnsitz entweder in einem bestimmten Gebiet zu nehmen oder eben auch ausdrücklich nicht zu nehmen. Und ich halte das auch für sinnvoll. Übrigens, stehe ich auch gar nicht alleine da, dass der Hessische Landkreistag genauso wie der Hessische Städtetag befürworten das. Und um dieses Instrument klug zu nutzen, setzt das Gesetz selbst eine differenzierte Systematik in Gang, damit eben beispielsweise auch der Wohnungsmarkt und auch der Arbeitsmarkt nicht unberücksichtigt bleiben. Ich halte das auch für ganz entscheidend. Und jetzt ist eben das Land durch den Bundesgesetzgeber ermächtigt worden, Näheres zu regeln. Und ich glaube, es ist gut, wenn man das klug abwägt. Und Frau Kollegin, Ihre Redezeit ist zu Ende. Oh, das ging aber schnell. Aber vielen Dank, Herr Präsident. Ich komme jetzt sofort zum Schluss. Wir werden daran arbeiten, werden klug und abwägend auch uns das für und wieder anschauen. Ich möchte noch einen Satz zu dem Antrag der Linksfraktion sagen. Ich finde, dass Sie da sprachlich wieder weit über das Ziel hinaus kommen, wenn Sie davon sprechen, dass das diskriminierend sei. Ich sehe das ausdrücklich anders. Es ist ein Weg zu mehr Integration. Und deswegen teilt diese Auffassung ja insbesondere auch die kommunale Seite. Vielen Dank. Das Wort hat der Kollege Bocklet für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei dem Thema Wohnsitzauflage gibt es eine Menge zu beizutragen. Sie unter dem Thema Diskriminierung zu behandeln, halte ich für falsch. Ich glaube, es geht ausschließlich um die Frage, was ist aus Sicht der Flüchtlinge das Richtige, das dazu beiträgt, dass sie möglichst schnell in diese Gesellschaft integriert werden. Vom Flüchtling aus müssen wir es denken, und das ist die entscheidende Frage. Also haben wir uns dieser Frage gewidmet, Frau Kollegin Faulhaber. Es gab schon einmal in diesem Bundesland eine Auflage, an einem Ort zu bleiben. Das war damals bei den Spätaussiedlern. Mir ist nicht bekannt, ganz im Gegenteil, die Untersuchungen haben gezeigt, dass es eine sehr, sehr positive Auswirkung darauf hatte, auf die Integrationsleistung dieser Zielgruppe. Es ist ihnen damals gelungen, das sehr schnell, für die relativ schnell, in die hessische oder die deutsche Gesellschaft integriert zu werden. Es gibt immer Unterschiede in den Zielgruppen, aber es gab es schon einmal. Das ist alles kein Skandal, sondern das ist erst einmal ohne Schaum vom Mund festzustellen, dass damals es gut gelungen ist, ein gut gelungenes Instrument war. Erstens. Zweitens. Die Rechtsprechung, Sie haben ja selbst gesagt, es ist nicht die Frage, ob es rechtlich legal ist oder ob es gewollt ist. Zu dem Gewollt komme ich gleich. Der EuGH und auch das Bundesverfassungsgericht hat sich dieser Frage schon einmal gestellt. Ich will sie nur kurz streifen, weil Sie ja selbst sagen, selbst wenn es rechtlich möglich ist, wollen Sie sie ja nicht, aber sie ist rechtlich möglich. Hingegen heißt es hier in der Gesetzesbegründung des Bundes, hingegen stehe das Recht der EU einer Wohnsitzauflage nicht entgegen, einer Person mit subsidiären Schutzstatus im Falle des Bezugs bestimmter Sozialleistungen, die an einem Ort der Schutzgebiete zu erleichtern. So, das ist also auch rechtlich abgehakt. Rechtlich ist das möglich. Jetzt stehen wir vor der Frage, ist es möglich, ist es gewollt? Und zu dieser Frage kann man nur sagen, es ist doch, wer durchs Land reist und mit den unterschiedlichen Großstädten oder mit den Menschen aus den Landkreisen redet, mit den politischen Verantwortlichen, gibt es auf beiden Seiten große Befürworter. Große Befürworter, Frau Faulhaber, dass Sie gar nicht zuhören, finde ich jetzt aber auch irgendwie ein bisschen komisch. Also ich wollte Ihnen nur sagen, es gibt auf beiden Seiten nicht nur die Liga, die das ablehnt, es gibt aber und die Linkspartei, die das kategorisch ablehnt. Es gibt eine Menge Menschen aus allen Parteien, SPD, Grünen, CDU, alle, die Verantwortung tragen in ihren Landkreisen, die sagen, gerade im ländlichen Raum, für uns bedeutet das eine ganz, ganz große Chance. Wir haben hier Kapazitäten der Integration. Wir haben hier
Kindergärten, die nicht voll ausgelastet sind. Wir haben Schulen, die nicht voll ausgelastet sind. Wir haben Wohnraum, der nicht voll ausgelastet ist. Wir haben Menschen, und wir als Landräte freuen uns darauf, diese Menschen hier zu begrüßen und zu integrieren. Und Sie haben auf der anderen Seite haben Sie Großstädte wie Frankfurt oder Darmstadt oder Kassel, die sagen, wir haben Wohnraumprobleme. Wir haben alle unsere Integrationskurse platzen aus den Nähten, unsere Kindergärten sind rappelvoll, und Wohnraum haben wir auch ein großes Problem. So, und wenn Sie diese Situation nebeneinander legen, ist es doch eine Win-Win-Situation, darüber nachzudenken, ob man einerseits dem ländlichen Raum die Möglichkeit gibt, sozusagen eine Klebekraft für diese Menschen zu entwickeln, wenn sie dort 3 Jahre sind und diese Maßnahmen durchlaufen haben, die Sprache dort gelernt haben und Arbeitsplätze finden, dort auch zu bleiben. Und jetzt möchte ich Ihnen ein Beispiel nennen für den Odenwaldkreis, um nur ein Beispiel zu nennen. Frau Wissler war beim Asylkonvent ja dabei. Wir haben im Odenwaldkreis 443 offene gemeldete Stellen, Berichtsmonat Februar 2017, 443 offene Stellen. Und wir haben dort, sage und schreibe, 47 Flüchtlinge, 47 Flüchtlinge dorthin gebracht und 443 offene Stellen. Und selbst wenn Sie mit dem Hotel- und Gaststättengewerbe im Odenwaldkreis sprechen, die sagen, wir suchen Händering, wir hätten gern so Menschen, die bei uns arbeiten, ist es doch nicht so, dass im ländlichen Raum sozusagen nur noch Wüste, Steppe und totes Gras ist. Da leben doch Menschen. Da leben doch Menschen gerne. Und etwa die Hälfte, ich habe noch meine Expertin gefragt, etwa die Hälfte der 6 Millionen Hessinnen und Hessen lebt im ländlichen Raum. Warum soll es denn bitte schön nicht möglich sein, die Flüchtlinge dort gut versorgt, gut mit Sprache, gut mit Ausbildung, gut mit beruflicher Bildung zu versorgen, sie dort ein Einkommen und einen Arbeitsmarkt zu integrieren und tatsächlich dort zu bleiben? Ich bin dieser Frage gegenüber weitaus nicht so skeptisch, wie Sie es sind. Und es gibt gute Beispiele. Andere Bundesländer, wie einige im ländlichen Raum, Mecklenburg-Vorpommern, macht das nicht. Die haben diese Ballungsräume nicht. Andere, wie beispielsweise Baden-Württemberg mit Stuttgart, genau dasselbe Problem haben wie wir mit Frankfurt. Es ist eine Überlegung wert, und sie auch intensiv zu prüfen mit allen Wenns und Abers, was wir noch bedacht haben oder nicht bedacht haben, ob die Einführung einer Wohnsitzauflage klug ist. Ich höre viele mehr Stimmen, die das befürworten, als gegnerische Stimmen. Es muss erst einmal bewiesen werden, was bitte Integrationshemd daran ist, wenn man an einem Kreis zugeteilt ist, der eine hohe Kapazität einem bietet zur Integration. Das verstehe ich nicht. Deshalb, wir prüfen wohlwollend und werden sehen, was die Ergebnisse dazu bringen. Danke schön. Das Wort hat Herr Kollege Roth, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Gestatten Sie mir einen kurzen Blick in die 18. Wahlperiode. Da haben wir uns gemeinsam darüber gefreut, dass es uns an irgendeinem Punkt gelungen ist, die Residenzpflicht aufzuheben. Das war einstimmig in diesem Land. Nein, das ist nur wichtig, damit wir die Wohnsitzauflage richtig einordnen. Es ging darum, dass wir festgestellt haben, die Residenzpflicht ist über weite Strecken integrationshemmend, weil die Menschen dort gelebt haben, wo der Arbeitsplatz nicht gegeben war, um einmal ein Beispiel zu nennen, und wo wir versucht haben, so viel Flexibilität und Mobilität hineinzubringen, dass das am Ende funktioniert. Das ist wichtig. Das ist wichtig, wenn wir die Wohnsitzauflage, wie sie jetzt möglich ist, konkret ausgestaltet werden muss sie ja noch, wenn wir die richtig einordnen wollen. Was den Bund angeht, hat er seine Entscheidung getroffen, was die Zuweisung zu den Ländern angeht. Innerhalb unseres Bundeslandes haben wir jetzt dies für uns zu regeln. Der Bund nennt aber Kriterien. Er sagt nicht, Wohnsitzauflage ist einfach Wohnraumbewirtschaftung, dass wir in Gebieten, wo frei oder leerstehender Wohnraum ist, da schicken wir Flüchtlinge hin, sondern am Ende muss es, ich will all die Kriterien in dem einen vielleicht ethischen Satz zusammenfassen, am Ende kommt es darauf an, dass es allen gut geht,
dass die Integration gelingt, dass Wohnung und Arbeit zusammenpasst, dass andere Integrationsmaßnahmen dabei im Blick sind. Von daher ist es gut, dass wir jetzt, eben ist das Stichwort gefallen, noch wägen, dass Kriterien benannt werden, dass die Landesregierung konkret wird in diesem Vorhaben. Und dann müssen wir, wenn die Dinge konkret vorliegen, dann entscheiden, welchen Weg wir gemeinsam in dieser Frage gehen wollen. Eins will ich noch nennen. Der Bund nennt zwei Möglichkeiten. Zum einen die positive Zuweisung, also Wohnsitzzuweisung, und er nennt zum anderen negativ den Ausschluss eines Zuzugs in einem bestimmten Gebiet, Ballungsraum, um Segregation zu vermeiden. Ich glaube, ohne dass wir groß prüfen, in Kenntnis der hessischen Landschaft den zweiten Teil, die negative, das Ausschlusskriterium, das brauchen wir auf keinen Fall. Wie wir die positiv gestalten, darüber können wir in den Ausschüssen und in der Zukunft sprechen. Punkt zu dem Thema. Ich will, weil herausgefordert, in eigener Sache aber auch noch einen Satz sagen, weil die halbe Minute Redezeit ist, glaube ich, noch vorhanden. Sogar eine Minute, aber die werde ich nicht brauchen. Wir haben heute in zwei unterschiedlichen Debatten, das war einmal Punkt 44, der andere Punkt, da habe ich die Zahlen nicht im Kopf, es ging um die Debatte um Denis Yücel, von der Landesregierung eine Bewertung gehört, in der ersten durch den Innenminister auf mich bezogen und in der zweiten durch die Europaministerin auf den türkischen Staatspräsidenten bezogen, wo in beiden Fällen die gleiche Wortwahl und die gleichen Vokabeln gebraucht wurden. Fehlende Rechtsstaatlichkeit oder ein fehlendes Bekenntnis zum Rechtsstaat. Für diese Gleichsetzung möchte ich mich ausdrücklich bedanken. Das Wort hat der Abgeordnete Greilich für die FDP-Fraktion. Hier jetzt wieder einmal auf der Tagesordnung haben, ist der übliche, schon vom Duktus her völlig über das Ziel hinausschießende Antrag der LINKEN. Hier heißt es jetzt, Wohnsitzauflagen für Flüchtlinge seien mit Menschenrechten unvereinbar. Also, meine Damen und Herren von der Linksfraktion, wir sind schon einiges von Ihnen gewohnt, aber rüsten Sie einfach auch verbal mal ein bisschen ab. Das wäre auch vor Ostern sinnvoll. Das Entscheidende, worum es geht, und da sollten wir uns eigentlich hier im Hause einig sein, ist die Integration, ist die Förderung von Integration. Und was für Integration wichtig ist, ist zunächst einmal die Sprachvermittlung. Das ist eine Einpassung in unser Bildungssystem. Das ist die Vermittlung in den Arbeitsmarkt. Denn ich bleibe dabei, der beste Integrationshelfer ist immer noch der Kollege am Arbeitsplatz. Das sind alles die Themen, mit denen wir uns befassen müssen. Und da ist die Wohnsitzauflage, die nun im Aufenthaltsgesetz vorgesehen ist, ein Punkt, über den man im Einzelfall genau nachdenken muss, wo das sinnvoll sein kann und wo weniger. Es macht doch keinen Sinn, wenn wir an manchen Stellen keinen vernünftigen Wohnraum haben, an anderen Stellen, der aber zur Verfügung steht, dann gegebenenfalls dort auch die sonstigen Voraussetzungen gegeben sind, um Integration zu fördern, davon keinen Gebrauch zu machen, sondern da kann die Wohnsitzauflage eine hilfreiche Möglichkeit sein. Sie kann es sein, sie muss es nicht. Das muss man im Einzelfall sehr genau und sinnvoll abwägen. Da sind wir uns einig, auch mit dem Kollegen Roth und mit der Koalition. Ich will eines bemerken, weil Herr Kollege Roth das Thema angesprochen hat, Residenzpflicht. In der Tat hatten wir hier auch schon über die Residenzpflicht
zu diskutieren, aber das ist eine andere Baustelle. Da sind wir uns hoffentlich darüber einig, denn die Frage der Residenzpflicht, die ja in der Tat aus ganz anderen Gründen auch die Freizügigkeit einschränkt im Interesse der Durchführung des Asylverfahrens, ist mit all ihren Schwierigkeiten eine andere Kategorie als die Wohnsitzauflage, die ja nicht verpflichtet, in einem bestimmten Bezirk sich immer nur aufzuhalten. Dann geht es um die Wohnsitznahme. Das verhindert eben nicht, dass man sich im Lande Hessen oder auch in Deutschland frei bewegt und etwa an Sportveranstaltungen teilnehmen kann oder aus welchen Gründen auch immer über den eigentlichen Wohnsitz hinaus sich bewegen kann. In dem Antrag der Koalition ist manches angesprochen, was durchaus zustimmenswert ist. Ich will aber eines deutlich sagen. Mir fehlt ein weiterer Gedanke, der mich nicht loslässt, seitdem ich das erste Mal dazu gekommen bin. Ich bin der Auffassung, wir müssen die Möglichkeit der Wohnsitzauflage auch in anderem Zusammenhang nutzen. Ob das im Rahmen des 12a-Aufenthaltsgesetzes geht oder ob da gegebenenfalls weitere gesetzgeberische Maßnahmen notwendig sind, ist eine andere Frage. Aber ich habe das hier an dieser Stelle schon mehr als einmal gesagt. Es geht auch darum, dass wir neben der Integration derer, die hier bleiben dürfen, denen wir das Bleiberecht zuerkennen im Asylrecht oder als verfolgte Flüchtlinge, denen müssen wir Aufenthalt gewähren, den Aufenthalt sichern. Aber genauso müssen wir auch konsequent sein, dass diejenigen, die kein entsprechendes Aufenthaltsrecht hier erwerben, wieder ausreisen müssen. Diese Ausreisepflicht muss dann auch durchgesetzt werden. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen bin ich der Auffassung, dass wir spätestens dann, wenn eine Ausreiseverpflichtung vollziehbar wird, dass dann spätestens auch eine entsprechende Wohnsitzauflage möglich sein muss, um dafür zu sorgen, dass wir die Schwierigkeiten, die wir heute häufig haben, wenn es um die Durchführung der Abschiebung geht, nicht mehr auftreten, sondern dass man dort sehr viel früher dann auch zu einer erfolgreichen Abschiebung kommen kann. In diesem Sinne, dem Antrag der LINKEN kann man selbstverständlich schon wegen seiner Diktion nicht zustimmen. In der Sache führt der Antrag der Koalition meines Erachtens nicht weit genug. Deswegen werden wir uns da enthalten. Entschuldigung, aber unser Gerät ist nicht mehr das Beste. Wir kommen nun zur Abstimmung. Der Minister will, weiß Gott, noch reden. Bitte schön, Herr Minister, Sie haben das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich verzichte auf eine Vorbemerkung. Das Integrationsgesetz, meine Damen und Herren, ist weder und die Wohnsitzauflage weder diskriminierend noch behindert es die Integration, meine Damen und Herren. Die Landesregierung setzt sich intensiv mit dem Vollzug des Integrationsgesetzes unter Berücksichtigung der Auffassung der kommunalen Spitzenverbände auseinander. Der Prüfungsprozess über ein Verfahren zur Regelung des Wohnsitzes von Personen, die nach dem § 12a Absatz 1 Aufenthaltsgesetz einer Verpflichtung zur Wohnsitznahme im Land Hessen unterliegen, ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Dem Bundesgesetzgeber ging es nicht um die schlichte Einführung einer Verpflichtung zur Wohnsitznahme aus fiskalischen Gründen, zur gleichmäßigen Verteilung der Lasten auf die jeweiligen Länder und Kommunen, sondern es ging primär um ein Paket von integrationsfördernden gesetzlichen Maßnahmen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf dem Erwerb der deutschen Sprache sowie einer dem deutschen Arbeitsmarkt gerecht werdenden Qualifizierung der betroffenen Personen. Meine Damen und Herren, wer die Kollegen, die auf dem Asylgipfel mit dabei waren, haben noch in Erinnerung, wie Herr Dr. Martin, der Chef der Bundesagentur in Hessen, der Arbeitsagentur in Hessen, dafür in seinem Vortrag dargestellt hat, wie das Verhältnis der Zuweisung von Flüchtlingen zum Verhältnis der beschäftigungslosen Flüchtlinge ist. Und da muss man einfach erkennen, dass es in bestimmten Bereichen in der Metropolregion eine Häufung gibt, die wir nicht unbeachtet sein lassen können und um das wir uns kümmern müssen. Deswegen gibt es die Regelung dieser Wohnsitznahmeverpflichtung. Ich will hier nur ein paar wenige Aspekte dazu noch ansprechen. Nach diesem § 12 sind Personen mit humanitärem Aufenthaltstitel, also insbesondere Asylberechtigte, Flüchtlinge und
und subsidiär Schutzberechtigte sind sozusagen betroffen oder wären betroffen von einer solchen Maßnahme, soweit sie keiner sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nachgehen, wie ich finde, sehr, sehr wichtig. Also derjenige, der sich in den Arbeitsmarkt bereits integriert hat, soll eben einer solchen Wohnsitzauflage gar nicht erst unterliegen. Meine Damen und Herren, ausgenommen sind auch Personen, die eine Berufsausbildung anstreben, Studium aufnehmen, ein Ausbildungsverhältnis aufnehmen. Auch das soll ausgeklammert bleiben. Danach kann ein Flüchtling, der zu dem zuvor beschriebenen Personenkreis gehört, zur Förderung seiner nachhaltigen Integration in die Lebensverhältnisse der Bundesrepublik innerhalb von 6 Monaten nach Anerkennung verpflichtet werden, seinen Wohnsitz an einem bestimmten Ort zu nehmen, wenn dadurch seine Versorgung mit angemessenem Wohnraum, sein Erwerb hinreichender mündlicher Deutschkenntnisse und unter Berücksichtigung der örtlichen Lage am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit erleichtert werden kann. Ich finde, in diesem Zusammenspiel, das ist auch, glaube ich, außer bei den LINKEN hier deutlich geworden, müssen wir über diese Frage der Verpflichtung zur Wohnsitznahme uns weiter unterhalten. Ich will aber auch ausdrücklich sagen, das können und wollen wir nicht, ohne dass wir die kommunale Familie dort mit einbezogen haben, weil am Ende ist es, glaube ich, bei einer solchen Maßnahme wichtig, dass alle Beteiligten den Nutzen darin erkennen. Und daran arbeiten wir, an einer solchen Wohnsitzauflage. Die Verhandlungen, die dauern noch an. Wir werden sicherlich im nächsten Ausschuss, wenn wir zusammenkommen, dort dann noch vertieft darüber diskutieren können. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Damit ist die Aussprache beendet. Es soll in den Ausschuss verwiesen werden, in den INA, wie ich das jetzt mitbekommen habe. Beide Anträge, 13 und 61, dem widerspricht keiner, dann ist das somit beschlossen.